Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Warum das Intro von der Toilette kommt, scheiß einfach drauf, müsst ihr nicht unbedingt wissen. Was ich euch nur mit auf den Weg geben will, bevor ich euch gleich noch mehr Worte sage: Ich habe eines der heftigsten Geschmäcker meines Lebens in diesem Video gespürt. So, ihr werdet es miterleben. Geiler Vergleich: KFC gegen Gourmet Chicken aus Berlin. Viel Spaß jetzt mit den ersten Bildern. Willkommen in Berlin. Wir sind direkt bei Goldies, Leute. Goldies steht für das beste Chicken in Berlin. So ist es mir im Begriff gewesen, so habe ich es in Erinnerung. Wir legen los. Wir werden bei beiden, sowohl KFC als auch bei Goldies, drei Gänge bestellen. Einmal, sage ich mal, Beilagen, einmal einen Burger sogar, den wir vergleichen. Bei beiden gibt es einen Chicken Burger und normal klassisches Chicken. Ja, und das sehen wir direkt bei Goldies erste Runde los. Für mich immer episch, hier irgendwie diesen Weg zu gehen. Ich bin so oft hier schon reingefahren. Oranienstraße ist irgendwie die einzige Straße, die mir im Begriff ist. So oft bin ich hier schon rein. Nicht mal unbedingt auch immer wegen Goldies. Ich bin so oft hier vorbei und durchgefahren. Das ist krass. Da vorne ist es. Mit dem wunderbaren goldenen Zeichen. Ich weiß nicht, ob wir schon das Burger-Video rausgehauen haben oder noch nicht. Wenn nicht, dann sage ich nur, macht euch gefasst. Wenn ja, guckt es euch jetzt schon an. Findet ihr Goldies nochmal bei mir in den Videos. Ganz kranke Geschichte, ganz kranke Geschichte. Ja, und jetzt geht's zu den Chicken Contests. Moin, grüß dich. Alles gut? Ja, was geht? Ja. Bist du Stammkunde hier? Ich bin im Urlaub. Ja. Du musst. Hast du noch? Das freut mich, Mann. Du musst zum Smash Burger noch von Goldies. Die haben extra Stand dafür. Lustig, das ist wie Community-Treffen. Hier vorne auch schon so viele von euch getroffen. Da freue ich mich immer. Geil. Kann ich anfangen einfach? Okay, das wird auch ein gutes Video, das kann ich versprechen. Geil, nee, wir machen hier nämlich heute Chicken-Test. Ja. Chicken mit Vergleich mit KFC. Hi, hi. Hi, mein Lieber, grüß dich. Alles gut? Ja, muss, bei dir? Auch. Ja, wir machen Chicken-Test heute hier bei euch. Okay, gerne. Ja, also Leute, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir beginnen mit Pommes und Coleslaw. Denn genau das gleiche gibt es auch bei KFC. Und damit werden wir starten. Classic, Basic, nicht die Special-Dinge. Einfach Pommes, einfach Coleslaw. Ohne viel reden. Guckt euch, da gibt es nämlich so eine Special-Dinger hier auch mit Trüffel und guten Trüffel ist das, ne? Ja, das ist die beste. Ja, das soll richtig, nicht dieser billig Abklatsch, ne, sondern richtig guter Trüffel. Aber wie gesagt, für uns jetzt Basic Pommes. Also der Vergleich Premium Chicken aus Berlin. Ich würde beinahe behaupten, das Beste gegen KFC. Ich finde den Vergleich so interessant, weil KFC, Premium hin oder her. KFC war für mich, ist lange her, dass ich da gegessen habe, aber das Nonplusultra. Nonplusultra, was Chicken angeht, und unschlagbar. Und deshalb finde ich den Vergleich so geil. Ja, wir werden direkt loslegen. Erstmal mit Beilagen. Knusprig von außen, cremig weich von innen. Gefühlt wie Kartoffelbrei von innen. Wir gucken hier, Leute, nicht auf Quali oder so. Wir gucken einfach nur Geschmack. Einfach Geschmack, weil sonst wissen wir KFC schlechter. Seht ihr hier schön die Petersilie da oben drauf? Sehr kartoffelig, die Pommes. Du merkst wirklich noch die Schale außen. Kurz gesagt, Leute, Pommes und Coleslaw, beides für mich eine 8 von 10. Gibt 16 Punkte in der Vorrunde für die Beilagen direkt zu KFC und gucken, was die machen. Bei KFC zu Runde 1, Beilagenrunde. Wir legen direkt los. Okay, Leute, bei KFC jetzt. Komplett happig, kompletter Müll, kann ich euch. Muss ich euch leider. Voll geil, weil das. Sie sind tragbar, noch im Geschmack durch das Salz, so gibt mir 3 von mir. Ja.
Ahmed, was sagtest du zu diesem Cold Slaw? Was soll ich herausfinden? Wann bin ich eingegangen? Da ist halt in dieser Art von Cold Slaw, wie der zubereitet wird, ist halt so eine geheime Zutat drin. Er meint, ich bin absolut der Krankeste, wenn ich das herausschmecke. Ja. Ich muss sagen, der ist echt frisch und lecker. Also wirklich sehr knackig. Also self-made feeling, drüben bei Dings, hin oder her. Das war ja, sag ich mal, Cold Slaw, wie ich ihn kenne, klassisch bewerte, mit diesem weißen Dressing, was da dabei ist. Kann man Mayonnaise sagen? Nee, ne? Sahne, ja. Dieses Sahnedressing, wie man es auch immer nennen mag. Das war ja bei Coolies nicht dabei. Deshalb gab es am Ende des Tages auch irgendwo Abstriche. Das hier ist klassisch, ein Cold Slaw, wie ich ihn kenne. Dann gebe ich echt 8 von 10 Punkten. Der ist geil. Süße, weiß nicht, Bruder. Das Weg ist auch viel zu schwer. Die Art, diesen Cold Slaw so zu machen, der wird mit Sprite gesüßt. Das kann man nicht wissen. Nee. Deswegen, aber ist so auf jeden Fall. Ich glaube, erste Runde trotzdem noch Goldies vorne. Wir springen direkt zu Goldies zur nächsten Runde. Stellt euch folgendes Szenario vor. Da wollte ich euch einmal darauf aufmerksam machen. An alle, die Zinsen haben, Ratenkäufe haben oder einen Kredit oder irgendwas in der Art. Stellt euch mal vor, ihr ruft euren Kreditgeber an und sagt ihm, pass auf, ich will jetzt niedrige Zinsen haben. Ich will auch meine Raten anpassen. Nächsten Monat setze ich erstmal aus. Ich habe auch noch beim anderen Typen, habe ich auch noch Zinsen jeden Monat am Start. Ich möchte das jetzt alles zusammenfassen, weil ich verliere den Überblick. Der Typ wird natürlich euch den Vogel zeigen und fragen, ob ihr nicht alle Latten am Zaun habt. Aber genau das, und das ist das Geile, genau das könnt ihr bei Anyfin machen. Anyfin könnt ihr die App runterladen. Anyfin prüft dann euren jetzigen Kredit. Ihr gebt euren Kreditgeber an, ladet ein Bild von einer Rechnung hoch und Anyfin schaut dann, was sie machen können. Letztendlich macht Anyfin dann nichts anderes, als euren alten Kredit abzahlen und euch ein Angebot zu machen für einen neuen Kredit. Und ihr zahlt dann sozusagen mit Anyfin zu niedrigeren Zinsen weiter. Ihr könnt Sonderzahlungen vereinbaren, ihr könnt niedrige Raten anbieten, ihr könnt mehrere Zinsen von anderen Anbietern zusammenwälzen, dass ihr nicht den Überblick verliert. Und das Ganze zu Zeiten von Inflation, von höheren Energiepreisen, wo man sowieso schon überall einen Haufen von Geld zahlt. Den Link kriegt ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Code HOLLE sogar 20 Euro auf die erste Rate sparen. Was habt ihr zu verlieren? Nichts. Ah ja, bevor es weitergeht, ich habe hier auch noch ein paar Bewertungen von Trustpilot. Bewertungen können immer auch noch mal gut wiedergeben, dass das Ganze funktioniert. Es ist kein Spaß, es klappt. Und jetzt geht's weiter im Video. Und zurück zu Goldies. Wir haben das wunderbare Chicken. Ich sage es euch, rein optisch und von den Fakten her absolut unschlagbar mit dieser Honigbutter oben drauf. Diese knusprig krossen Chicken. Das ist zu heftig, Leute. Das ist nicht normal. Ihr habt natürlich diesen krassen Honiggeschmack, aber ihr habt auch, zieht das rein, Leute, dieser Zucker. Was gibt Geiles als Zucker? So geschmackstechnisch, was man sich reinpfeifen kann, was dir boom einen auf die Fresse gibt, sodass es einfach geil schmeckt. Und dann mit dieser Butter da drauf, es schmeckt so süß, so lieblich und das mit dem Chicken ist eine Kombi. So für sich in dieser Richtung. Das würde ich in die 7 Weltwunder. Dieser Geschmack von dieser Honigbutter, unvergleichlich. 7 Weltwunder ist für mich geschaffen, die Nummer 1. Kann ich das vergleichen, wie das irgendwie ist, auf ganz verrückte Basis, Mann. Ihr habt das für Honigbrot von euch lieb, mit dick Butter aber, ne? Guter Honig, aber das Ganze, obwohl es heiß ist, hat für mich so einen Eischarakter. So Eis, was einmal kurz heiß geworden ist, auf irgendwie einer heißen Waffel oder so, wisst ihr? Das ist nicht normal, Leute. Ihr hört oft von mir, boah, das ist die Erfüllung. Das ist ein Geschmack, den ich noch nie kannte. Und so weiter und so fort, was für Superlative ich gebe. Aber von allen Geschmäckern, die ich, glaube ich, je gespürt habe, und ich habe eben schon Burger-Test gemacht, da habe ich schon ein Video gemacht, ist das, glaube ich, so mit der krasseste Geschmack, den ich gespürt habe an meine Gaumen. Für mich gibt es 9,7 Punkte, weil wenn man auch irgendwie das Feeling hinkriegen würde, das Chicken noch mal ein bisschen mehr in Forderung zu kriegen, dann wäre es noch krasser. Aber 9,7 von mir, rüber zu KFC, mal gucken, was die bringen. Zurück zu KFC, zweite Runde, Chicken-Teile. Geruch so vertraut. Also ich glaube, Ahmed hat mich eben gefragt, wie lange ich da war. Ich glaube schon 12 Jahre ungefähr war ich nicht bei KFC. Das habe ich halt, wie gesagt, als absoluten Endgegner in Erinnerung. Schön
schöne Würze, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Leicht das Feeling aber von Chicken-Teilen, die nicht direkt aus der Fritteuse sind, so richtig knusprig kross, sondern eben halt einmal hier drin. Und dadurch ist es so ein bisschen weicher, das Ganze, wisst ihr? Ich denke, hätte man direkt aus dem Dings raus und die so gesnackt, wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Sehr weiches, sehr zartes Fleisch. Scheiß jetzt mal auf Quali, ne? Ich würde sogar sagen, das sind Filets. Man weiß nie, wie die einen auskriegst. Wisst ihr, ich will hier keine Scheiße labern, aber... Ist, wie ich finde, schon eine sehr schöne Würzung, gerade von der Panade, vom Fleisch. Leichte Schärfe drin. Ich hatte die noch knuspriger kross in Erinnerung. Ich hätte auch die Chicken Wings oder was sie da noch haben, im Vergleich genommen, die hatte leider Goldies nicht. Deshalb, das ist ja auch ein schöner Vergleich. Also jetzt unabhängig vom Topping bei Goldies. Klar könnte ich hier jetzt noch Soßen nehmen, würde das Ganze aber nicht besser machen. Ich bin da nicht so der Soßen-Fan von diesen KFC, Burger King, Blablub-Geschichten. Schon als Kind bin ich das nicht gewesen. Die Dinger sind aber ohne auch schon gut. Ich gebe 7, 8. Ich bin nahe daran gewesen, 8 zu geben. Aber kann ich nicht, weil es nicht knusprig genug war. Für die 8 hätte es noch knuspriger sein müssen. Ich glaube, das wäre drin gewesen, wenn die Dinger frischer gewesen wären. Jetzt geht's wieder rüber zu Goldies. Das hat aufgefallen nur nebenbei. Ich bin in der Frauentoilette, habe gerade die Kamera so hier hingestellt. Aus Versehen, weil ich nicht gepeilt habe. Aber ist niemand da, scheiß doch. Egal, nicht zu viel Toilettengeschichten. Weiter geht's. Zurück zu Goldies. Hier haben wir den Prachtkerl. Letzte, dritte und letzte Runde Chicken Burger. Das sieht krank aus, ne? Dicke Tomate. Die sind ja dafür bekannt, so McDonalds-Dinger auch nachzubauen. Das denke ich mir nicht aus. Das ist halt deren Ziel, wirklich. Das ist deren Ziel und deren Konzept. Man merkt diese Elemente immer wieder, die sie da einbauen, wie hier die Mayo. Ähnlich wie beim Classic Chicken Burger. Ich weiß nicht, wie sie das nachbauen. Aber das ist die geile Classic Chicken Soße vom Chicken Burger, vom Mac Chicken Classic, genau. Fluffiges Brioche-Bun. Die haben ja auch einen Smash-Burger. Ich habe vorhin schon gesagt, gibt es auch ein Video von, der ist neu, ich glaube, ist schon draußen. Nee, ist noch nicht draußen. Ganz anderes Bun, sehr geiles Bun hier. Und ich merke mal wieder, wie auch unkonstant eine Leistung von so einem Laden sein kann. Ich war letztens privat da, da war es um einige schlechter mal wieder. Jetzt ist es on point. Ganz knusprige Ecke gerade erwischt. Gerade mit Muttis blitzende Blicke ausgetauscht, glaub mir. Da steht gar keiner, Leute. Nee. Waren schon weg, weil ich keine Eier hab. Ich sag euch wirklich, ich habe eine Gabe. Das sage ich dir jetzt unter vier Augen. Der Moment, wo ich den besten Döner Deutschlands gekürt habe, war ich so satt. Ich habe so viel gefressen, ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber das hier oben weiß noch was Gutes. Und so habe ich schon eine Burger-Tour gemacht. Das ist hier die letzte Runde. Ich bin gerade am Struggeln mit Bones Burger, dem Chicken Burger, der auch ganz krank war. Und ich setze auf die gleiche Punktzahl 8,6 Punkten. Genau gleich geil. Das heißt, wir haben jetzt zwei Chicken Burger im Deutschland Top 10 Ranking, was ganz schwer war. Überhaupt mal einen Chicken Burger zu finden, der reinkommt, jetzt haben wir gleich zwei da, 8,6 Punkte. Jetzt geht's rüber zu KFC. Nur kleine Info zwischendurch, Leute. Den ganzen Tag gegessen, also was heißt den ganzen Tag, jetzt seit 4 Stunden gefühlt nur am Fressen. Ich trinke nichts, ne? Sobald ich trinke, kannst du nichts mehr essen. So kann ich immer noch alles perfekt. Magensäfte werden nicht verdünnt, alles wird schnell verarbeitet, bam, bam, bam. So werdet ihr zur Maschine, Mann. Nein, man muss natürlich trinken, aber es geht nicht anders bei solchen Tests. Zurück bei KFC. Der Colonel oder Ahmed Sakrat wird, glaube ich, Colonel ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte gerade Voice Crack, scheiß drauf. Sehr lieblos und optisch sehr trocken. Sehr trocken. Fühlt sich auch schon, doch von unten. Schön matschig. Aber ich befürchte, wird trocken werden. Ganz komische, unangenehme Süße, sag ich euch, Leute. Sehr schwach, sehr schwach. Fleisch geht klar. Knusprig, schöne Würze, aber alles drumherum wirklich nicht gut, Mann. So im Nachhinein, ich sag euch ehrlich, kommt da so ein bisschen. Erster Moment echt nicht gut. Dann schießt aber die Süße vom Burger rein, gerade auch vom Bun. Kommt noch mal hinten rum, macht ein bisschen was sehr gut. Durch das Unangenehme am Anfang 4,5 Punkte von mir, mehr geht's nicht.
Blend mal die Gesamtpunktzahl ein. KFC für mich deutlich stärker in Erinnerung, deutlich. Ich hätte die Chicken Wings vielleicht noch nehmen müssen, aber dann hätte der Vergleich nicht gestimmt. Aber definitiv für KFC, die Chicken-Teile und so, kann man jetzt safe essen, reingeschmacklich. Ja, wir haben einen klaren Gewinner, es ist Goldies. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Für mich ein sehr schönes Video wieder gewesen. Geile Geschmäcker gehabt, geiles Essen. Für mich Oldschool Vibes jetzt mit KFC. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ich würde mich über den kostenlosen Support in Form eines Daumen oben von euch freuen. Und sag bis zum nächsten Mal.